Und weiter geht's hier bei der 4x-Beziehung mit eurem Krabbe und der 45. Episode von Secret of Mana. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir heute das mit den Sequenzen abschließen können. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nur noch so 2-3 Stück sind. Ansonsten wäre das echt übel. I simply wanted to know if it's really all right for me to accompany you. Oh, die ist so höflich. Of course it is. Your magic is really useful. I am not so sure. It is! You're really helping us out! We think of you as our trusted ally, and we will definitely need your help in the future. Oh yeah. I see. I have always doubted my abilities, but if you truly believe I can help, I will do my best. Sie ist der wichtigste Mana-Geist von allen später. Please call upon me at any time. She left. Sounds like Dryad has a problem with anxiety. Poor Dryad. She probably gets depressed easily. I apologize for getting depressed. I see. This might be a difficult elemental in the end. Ach ja, herrlich. Aber das passt wieder. Weil wenn man, ich weiß gar nicht, ob wir uns schon mal angesehen haben, was für Magiefertigkeiten mit ihr dazugekommen sind. Können wir ja mal kurz reinschauen. Und zwar, wie man sieht, es sind nur 2 Stück. Einmal wiederbeleben. Einmal die Barriere. Ach ja, die haben wir ja eingesetzt damals, glaube ich. Ganz schlimme Geschichte im Bosskampf. Und hier auch. Das mit dem Schlaf und die Energie. Ja, und da kommt halt noch was dazu. Und das ist übrigens die Fähigkeit, mit der wir die Barrieren von den Gegnern runterbekommen hätten. Andere Geschichte. Welcome to next. Oh, 30 GP. Ich hoffe, wir haben keine Barriere mehr auf unseren Charakteren. Das wäre echt scheiße. I got a question. If you could transform into a monster like those guys from the Empire, what would it be? A monster? Not for good or anything. Just a temporary. I just don't think there's a monster out there that can compare to little old me. I agree that no monster could stand up to you. They'd be too scared. You know, I think I'd want to be a vampire. Then I could fly. Ooh, me too. I want to fly. No way. You're not vampire material. I'm much more vampiric. What makes you like a vampire? At least I've got bangs. I'd say you're more of a blad. Oh, come on. Sis, back me up. You both seem like rabbits to me. Klasse. Ach ja. Ich hoffe, das war jetzt mal die letzte Sequenz. Ansonsten haben wir gleich schon wieder ein Viertel der Ausgabe voll. Oh Gott. Gibt doch nichts mehr zu erzählen. All the seals on the seeds have been broken. Ja, hol doch. I never thought it'd come to this. Hey, guys. What's bothering you? It wasn't possible before, but I've got an idea for the mana seeds. If we planted them, maybe they'd... Huh? That's impossible. Yeah, I think so. But it would make sense for a mana seed to grow into a tree. When you put it that way. And most trees make more seeds the more they grow. Yes. So if we grew a mana tree, we can make more mana seeds. And if we've got so many mana seeds, you wouldn't mind if I ate one, right? Just taste it. Super. Wait, what? You still want to eat one?
Ach ja. Wer weiß, wie die schmecken. Aber sind bestimmt super gesund. Hey, noch eine Sequenz. I realized something after fighting all these people from the Empire. Oh? All the Imperial subjects that we've met have been normal people. So what about the generals? What do you mean? We just assume they're bad guys because they're leading the enemy forces. But what if they've got reasons? I think I see what you're getting at. The mana power might be too much for the Emperor and his forces to resist. We need to figure out what's behind the corruption. Get at the root of the problem. This is the most serious you two have ever been. I can't explain it. Maybe it's just my sprightly and... I feel the same. Me too. No matter what's behind this, we gotta stop it. Right. You're good at making complicated things sound easy, sis. I can't tell if that's a compliment. We still have a goal. Come on, guys. We've got work to do. Ja. Ich würde jetzt echt gern zum Vulkan. Aber wir ziehen das hier erst durch. Scheiße. It's mana. Mana can do all... There's enough firepower in there to destroy the world. It still feels like a fairy tale, even though I know you've got the legendary mana sword. Hard to believe it's got that much power. You know... Hmm? Gotta say, I know it's evil and all, but the mana fortress... Think before you talk. Now is not the time. I agree. It does look... Ugh! Focus, you... Das ging ja Gott sei Dank schnell. Wer weiß, ob da jetzt noch eine kommt oder... Ha, wir haben es geschafft. Jetzt geht die Post ab. Jetzt geht's zum Vulkan und da warten einige Bosse auf uns. Ein paar, die wir von der Optik her schon kennen. Nö. Aber auch ein paar neue. So, wo war er denn, der Vulkan? Da ist er. Oder das reine Land. Ist gar kein richtiger Vulkan, ist ja auch Wasser drauf und sowas, aber naja. Aber sieht halt so ein bisschen aus, der Berg und alles. Ja, wer da wohl zu uns gesprochen hat. Oh, hallöchen. Was zur Hölle? Moment, 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 Moment. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn hier auf einmal los? Okay, sie lebt wieder. Dann... Das ist aber hier echt nicht cool. Sie greift gerade an. Bitte mal analysieren, was die Greifenklaue kann.
Die scheint echt weh zu tun. Gegen was ist die schwach? Die Kraft der Erde. Okay. Also Rocky. Gegen was sind die schwach? Möchte ich auch wissen. Oh, sie greift wieder an. Ich glaube, ich muss die gleich mal umstellen. Aber das ist kacke. An sich ist es ja schon vernünftig, dass die angreifen, aber hm. Toll. Das hätte da auch mal ein bisschen eher erledigen können. Naja. Hier ist nichts mehr, hoffe ich. Ach du heilige Scheiße. Oh, 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 oh. Das gefällt mir gar nicht. Sie greift jetzt, Gott sei Dank, sie greift nicht an. Das hätte mich auch gewundert, weil eigentlich greifen die ja erst an, wenn ich angegriffen habe. Hier, Erde. Einmal Erde und jetzt auf jeden Fall Schutz. Nicht Angriffe beschleunigen, sondern Verteidigung. Oh, die haben immer noch die Magieabwehr. Das kann aber echt nicht wahr sein. Also können wir keine Magie wirken. Super. Also nicht auf uns. Auf die Gegner schon. Links oder rechts? Gehen wir mal links. Gehen wir mal rechts. Ha, das hat getroffen. Kloppen wir uns ein bisschen. Vielleicht vergeht dann die Zeit etwas schneller und beziehungsweise vergehen tut die Zeit dadurch auf jeden Fall schneller, aber vielleicht schwindet dann auch mal die Barriere. Ach, hier geht's auch weiter. Okay. Boah, ich krieg zu viel. Jeder Angriff. Ja, so, jetzt hier. Wie wär's mit Feuer? Ihr seht mir aus, als mögt ihr kein Feuer. Und? Ja, ich glaube, das war halbwegs in Ordnung. Eissäbel? Ja, das könnte doch hinkommen. Wir können ja auch mal das Mana-Schwert komplett aufladen und schauen, wie es aussieht. Wobei, diese Drehung haben wir, glaube ich, schon vom Doppelgänger gesehen, von daher. Und es ist egal. Hier geht's nicht hoch. Aua. Komm schon. Ach, verfehlt. Ja, weicht mir bloß diese Angriffe aus. So, hier geht's nicht weiter, da auch nicht. Oh, wie ich das hasse, wenn Gegner auf einmal spawnen, die vorher nicht gespawnt sind, weil vermutlich zu viele Gegner auf der Karte waren. Aha. Okay, der Angriff war jetzt nicht so stark. Moment. Erdmagie auf alle drei. Ob es gut ist oder nicht, egal. Ja, bei zweien wirkt es nicht so. Oh. Wehe, der Tod. Oh, der scheiß Tod, ey. Fick dich, du Wichser. Ha, zu spät, du Arsch.
Und jetzt erstmal hier Feuer. Und Doppelfeuer. Ach, der hat... Ah, du dummes Arschloch. Auf dem Pilz liegt die Kontermagie. Ah, gut, dass wir das jetzt wissen. Beim nächsten Mal passiert mir das nicht nochmal. Dann setzen wir gleich mal den Barrierebrecher ein. Aber was... Ach ja, genau, ich wollte jetzt Erdmagie einsetzen. Aber wie viele seid ihr denn? Ja. Hey, Level 59 erreicht. Hier geht's nicht weiter. Ich glaube, hier oben ist jetzt gleich unter dem Wasserfall ein Durchgang und da wartet schon der erste Bosskampf. Oder so. Okay, doch nicht hier. Okay, da war der Durchgang. Och, das muss doch jetzt echt nicht sein. Na wartet, das bekommt ihr jetzt richtig wieder. Das haben sie davon. Noch ein Abgang. Und du auch. So, uns läuft die Zeit langsam davon. Von daher sollten wir den mal schnell platt machen. Oh, 999. Das ist echt spitze. Hier geht's aber... Hier geht's auch weiter. Aber jetzt will ich nicht nochmal die ganzen Gegner bekämpfen. Jetzt müssen wir hier schnell reingehen. Ich glaube, da wartet schon der erste Gegner. Ja. Eine Natter wieder, ne? Und... Ja... Vielleicht erstmal analysieren. Quatsch. So, etwas näher kommen lassen. Okay, die setzt auch Erde ein. Ich hätte jetzt auch Erde gegen sie einsetzen wollen, naja. Dann... Drachenwurm. Dann probieren wir es doch erstmal mit Frost, bis wir nichts Besseres wissen. Und das macht wie viel Schaden? 187, das war ja nicht viel. Die Kraft des Windes. Ah, jetzt wissen wir es. Na, wo kommt sie wieder raus? Ah, da. Wind, 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 Wind. Windbrand. Und wie wär's denn mal mit... irgendwas wirken, was nicht so schlimm ist, wenn es geblockt wird. Wie wär's denn damit? Damit können wir gut testen, ob es noch geblockt wird. Und ich glaube, das war jetzt perfekt, weil wir damit die Versteinerung aufgehoben haben. Also viel mehr Glück kann man ja kaum haben. Na, hängst du fest, du Arschloch? Dann wissen wir jetzt auch Bescheid, dass wir die Kraft des Windes auf die Waffen wirken können. Ach, das galt noch, Arschloch. Ja, das lassen wir nicht durchgehen. Mich wundert's, dass die einen so häufig versteinert. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass die einen schrumpfen lässt und dann zu einem Mogri verwandelt. Also doppelt negativer Effekt. Kommen alle. So, wie machen wir denn weiter? Ach ja, wir könnten den Angriff erhöhen. Und zwar
Hiermit und damit. Und jetzt können wir mal Schrimps heilen. Jetzt greift die blöde Kuh an. Ja komm, es ist jetzt wichtiger, dass sie geheilt wird. Ich hoffe, sie wird jetzt nicht mit einem direkten Treffer getötet. Ja, er ist weggetreten, toll. So, geht doch. Scheiße, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Wir müssen den mal langsam platt machen. Hier, Wind. Arschloch. Einfach draufhauen, einfach draufhauen. Lass ihn nicht weg, lass ihn nicht weg. Lass ihn nicht weg. Ah. Was macht sie denn? Ach so, das hat ein bisschen gedauert. Na, was das? Arschloch. Perfekt. Axtorb. Ja, die Waffe ist auch gerade mal auf Stufe 6. So Leute, das war's jetzt aber auch für diese Ausgabe. Also, macht's gut.